Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück in meinem kleinen Kasten in Minecraft Ragnaromod 6. Mit dabei ist irgendwo der Yogi. Hallo. Irgendwo da, in der Richtung ist er. Ich sehe ihn auf der Map. Ja, ich will Yogi retten gehen und stürze deswegen in ein Loch mit vielen Monstern. In dem Monsterloch war ich auch schon. Das ist ungesund. Ah! So. Aua. Achtung, ich komme von unten. Nein, 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 du hast mich erwischt. Nein, au, 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 au. Ah. Aua. Aua. Okay, da komme ich jetzt noch nicht hin, weil da das scheiß Loch ist. Ah, nein, oh nein. Ein Loch. Ein Dingmensch, wie heißt das hier? Ich bin tot. Ein Dingmensch? Ein Dingmensch. Ja, ein. Ah! Ja, Skeleton erschießt mich natürlich. Mein ganzer Loot ist weg, ja. Gut, dass wir vorher das Zeug ausgepackt haben. Ja, gut, dass da unten halt ein Loch ist. Du siehst da ein Loch, machst aber Loch nicht zu. Ich bin durch das Loch durchgefallen. Das war der Grund, warum ich das Loch gesehen habe. Du hast das vorher schon gesagt. Ja, ich hab nichts. Ich hab kein Schwert mehr. Das war das Loch auf der linken Seite. Ich hab kein Schwert, ich hab gar nichts mehr. Kurz halten. Ganz dieser Spawner ist. Okay, und wieder raus. Und wieder raus. Der Spawner ist dicht, das heißt, wir können langsam uns vor. Von wo schießt der jetzt auf mich? Na, von vorne. Ja, das macht Sinn. Aber. Da ist doch irgendein unsichtbares Skelett noch. Ja, komm her, dann kann ich dich, ne, schlachten. Keks, durch die Gitterstäbe. Guck mal, hier drüben bin ich. Hallo. Ja, du. Genau. Tada. So. Ich habe nicht zufällig mittlerweile einen Bogen. Nein. Oh, dieser blöde Weg. Wir müssen uns dann Aufzug bauen. Ne? Das ist Müll. Das ist besser. Die sind vielleicht gar nicht so blöd. Was zu essen ist auch nicht so selten dämlich, wenn ich drüber nachdenke. Keine Angst, Skeletons, ich komme zu euch rüber, ich brauche nur erst Baumaterial. Das ist besseres Essen. Ja, beschießt euch gegenseitig, ich bringe euch trotzdem um. Upsala. So. Ach, das sind einfach. Was für ein Effekt? Ich höre doch irgendeine Hexe lachen. Warum leuchte ich denn dauernd? Achso, das ist der Magneteffekt vom Bogen. Du hast einen Bogen mit Magneteffekt. Ja. Was war das für ein Sound? Hören dich die. Was passiert hier? Hören Sie auf mich zu schießen? Gab's hier Tomes oder hat das der Loot einfach nur rumgelegen nach dem Tod? Ne, es gibt so eine Krianleiche, die dann da rumliegt. Ah, okay. Oh, ich habe die Bane-Maske. Ja, wir haben hier vor allem eine ganze Kiste voll noch mit Loot.
Oh, ich habe hier noch tonnenweise Kisten mit Loot. Ach, Sack. Oben. Nicht unten, oben. Ja, oben. Habe ich tonnenweise Kisten mit Loot. Oder meinst du ganz oben? Ich muss jetzt mal den Weg finden. Das Schild kann man mal. Oh, ich sollte den Backpack natürlich auch anziehen, ist ja klar. Das hier sagt nach dem Weg aus, genau. Dann geht's hier runter. Was macht das Schild? Wir nutzen das neue Schild. Wahrscheinlich hier lang. Mana Boost 2, was auch immer der mal bringen wird. Nee, da ging's nicht runter. Können wir uns in Tiere verwandeln mit irgendeiner Mod, weißt du das? Es gibt Mods, die das können. Weil hier ist ein Trank, der heißt Animus. Ich weiß aber nicht, ob die Mod hier drauf ist. Dann kannst du dich in die Sachen verwandeln, die du schon getötet hast. Ah. Weil da war eben ein Trank, der heißt Velociraptor. Und grundsätzlich finde ich den Gedanken jetzt nicht so ganz so schlecht, mich in einen Velociraptor zu verwandeln. Jetzt muss ich halt den Weg finden. Also da ist die Leiche. Bin ich direkt. Ist hier der Drop? Ich meine, ich habe dummerweise keinen Wassereimer. Oh, ich könnte mich auch von hier aus runterarbeiten. 16 Meter, das heißt, ich könnte mich von hier aus da runterarbeiten, dann komme ich nur nicht so gut raus wieder. Das ist das Problem. Ich hätte oben den Eimer mitnehmen sollen. Bist du denn? Ich? Ja. Ja, auf dem Weg zu meinem Loot. Also zu ja, das ist mir schon klar. Ich habe nur gerade gedacht, ich gehe mal so in deine Richtung, um dich irgendwo zu unterstützen, aber... Hallo. Es ist einfach auf der Map zu viel los. Ah, da ist das Skeleton, das mich getötet hat. Das Arschloch-Skeleton. Sicherheitshalber hinter mir zumachen. Oh, das ist ein Emerald. Ich glaube, wir haben auch direkt einen Mineshaft neben. Ja, haben wir. Ja. Reicht mein Arm? Ist mein Arm lang genug, um mich hier... Du kannst da wegbleiben. Du hast mich eh schon die ganze Zeit genervt, du Drecks. Nein! Der lange Arm des Gesetzes? Nein. Ich habe keinen langen Arm. Ich höre dich. Ja, ich glaube, ich ruhe. Diamant. Du bist sehr nah an mir dran und... Nektar. Ah! Du lootest quasi neben mir, wo ich hier einen Todeskampf habe. Ja, ich komme gerade runter zu dir. Ich will mich nur einsperren. Aua. Ich will auch nur an meinen Loot kommen, mehr will ich nicht. Teil hier so. Na also, Transfer Items. Geht doch. Da müssen wir hier hochkommen. Ich glaube nicht. Meinen Rucksack wieder anziehen hier. So, erstmal alles mit Tränken. Ja, das hat mich vorhin schon dauernd genervt. Erstmal alles reinschmeißen und dann hier meinen Loot mitnehmen. So, jetzt habe ich meine ganze Sachen. Ich muss dir mal kurz zumachen, aus Gründen. Diesen lachenden Gründen da drüben, aber ich treffe sie trotzdem. Ah, ha, 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 jetzt lache ich. Hallo.
Das ist gar nicht creepy oder so, aber gut. Okay. Ja, den wollte ich unbedingt haben. Das hat mich im Endeffekt mein Leben gekostet. Aber ich bin Batman. So. Ja. Ja, ich habe jetzt alles wieder da. Okay. Wollen wir hier wieder raus? Oder das Ding ist, ich habe hier die nächste Ebene schon gesehen. Die wahrscheinlich finale Ebene, weil das war die mit Nether-Zeugs. Oh, du willst da wirklich jetzt... Okay. Ich wollte nur den Platz machen. Er hat mir dauernd ins Ohr gestöhnt. Das mag ich nicht. So, wir können gerne aber wieder eine höher gehen. Wir haben ja noch immer das Spinnending. Ich nehme aber hier noch das Eisen mit. Weil wir schon hier sind. Ja, dass wir schon da sind, ne? Also. Wir haben uns derweil wieder eine Treppe nach oben gebaut. So, guten Tag. Ach, Meister. Ich hier sind 33 Moddersteine mit, die nehme ich jetzt mal mit. Da hast du dein Diamantzeug. Dann ziehst du es vielleicht auch mal an. Es ist ja fast kaputt. Gut, dann nimm's nicht. Ich hab's schon längst. Ja, siehst du. Rumzig, was haben wir hier? Nektar, Velocitas, Regenerationspotion. Da habe ich nicht mal dran gedacht, dass ich so einen Potion of Regeneration hätte nehmen sollen. Natürlich schlau gewesen. Mana Boost. Brauchen wir nicht. Die Boots will ich auch nicht mehr haben. Ja, ich habe hier ein bisschen rohe Fledermaus einstecken, falls du eine Epidemie verursachen möchtest. Oh, Gold. Creeper Spawn. So, die Steine nehme ich nicht mit. Die ganzen Kristalldinger lasse ich auch mal da. Ich meine, wir wissen ja jetzt im Notfall, wo es dann Kristalle gibt. Ja. Oh, hier ist noch düster. So. Da lang. Oh, hallo Zombie. Ich habe hier auch noch nicht alles gelootet gehabt, gell? Ja, das ist mir klar. Ja, ich musste ja dann zurückgehen, weil irgendjemand gemeint hat, hilf mir, woraufhin ich dann gestorben bin. Ja, du musst halt auf den Boden gucken beim Laufen. Warum habe ich keine Fackeln mehr einstecken? Wo sind meine Fackeln jetzt hin? Habe ich die etwa in meinem Backpack geräumt? Geht weg, Zombies! Der ist stark. Oh, 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 oh. Achtung, Zombies. Hast du Baublöcke bereit? Ja, ich kann uns eine Wand machen. Ich kann uns keine Wand machen. Weil der Krähen stirbt. Ja, weil der halt wieder one-shottet. Wenn diese Dinge halt alle one-shotten. Sag mir mal allen Ernstes. Also technisch gesehen war es kein One-Shot. Okay. Er hat mich also halt am Ende dann schon, aber halt. Ja, er hat mich halt einmal geschlagen und eine Sekunde später bin ich halt verblutet. Also. Aha. Ist der Spawner da irgendwo drin oder was? Ja, natürlich ist er da drin. So. Arschloch-Spawner. Ist nur auf dem Kopf. Geh weg. Kann ich dich trinken? Kann ich. Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Das war dumm. Ah, nee, doch nicht. Das war gut. Ja, jetzt bin ich strong. Zwar nur noch für 30 Sekunden, aber... Das freut mich trotzdem für dich. Oh, die nehme ich auch nochmal mit. Ich glaube, ich trinke jetzt einfach dieses ganze Zeug, was ich hier finde. Ich bin eh dauernd am Sterben. Ja, ja, ich sterbe eh die ganze Zeit gerade, weil ich keine Materialien habe. Ja, ich habe ja keine Sachen, also... Du, deine Sachen sind hier in deiner Leiche, du kannst holen kommen. Ich trinke jetzt das ganze Zeug einfach. Ist am besten, glaube ich. Safety first, sagst du. Ex und weg. Wie an einem guten Freitagabend. Geh weg, Zombie! Nein, böser Zombie! Weg mit dir, weg mit dir! Und mit dir! Ja! Geh weg! Zombies sterbt mal ein bisschen schneller, mein Schwert ist nicht mehr allzu haltbar.
Mindesthaltbarkeitsdatum ist erreicht. Und ich möchte euch nicht mit bloßen Händen umboxen müssen. Gloom nehme ich mit. Was weiß ich, was das bringt. Verprügel dich mit dieser Weinflasche. Stirb, Zombie. Warum spawnen hier dann immer noch welche? Ist hier noch irgendwo ein Spawner versteckt? Ja, da kommt ihr wohl nicht durch. Blöd für euch. Hallo! Ich hab eine Weinflasche. Ah ne, es ist ein Zombie-Arm. Ich verprügel gerade Zombies mit Zombie-Armen. Es bekommt mir aber auch irgendwie nicht so gut. Ich hab die Plague. Dann geh weg von mir. Was? Das sieht auch schön aus. Ah! Jetzt habe ich auch einen Zombie-Arm. Den habe ich da hingelegt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich von dem die Plage bekommen habe. Was habe ich jetzt also hier? Also irgendwo am Rück, von uns aus gesehen, Rückwand des Ganzen, muss noch eine Dings liegen. Ein Spawner. Ich würde ja eigentlich gerne das ganze Zeug, was hier ist, erstmal ein bisschen so abbauen. Ah, Zombie. Starker Zombie. Ich habe kein Schwert. Also, ne, ich finde aktuell noch keine Unterstützung. Sticks, das ist schon mal gut. Brauche ich nur Holz für eine Werkbank, da muss ich nicht hochlaufen. Dann nimm Disarming und Sharpness Schwert, was da drin ist. Ja, nehme ich. Dich nicht. Dich zum Bauen. Ich muss die ganzen Steinkacke da loswerden. Ich trage jetzt Millionen verschiedene Steinsorten mit mir rum. Das geht gar nicht. Okay. Und schon wieder. Wo ist diese Dreckspawner? Da ist nur ein Zombie. Ich mache erstmal den kaputt, der hier sowieso schon nervt. Die sind kaputt, die beiden Spawner. Da habe ich gerade nicht aufgestellt. Ja, aber trotzdem. Ja. Aber irgendwo hier ist noch einer. Oh, der spawnt die ganze Zeit die Zombies. Hier drüben ist einer, klar, aber ne, der ist nicht das Problem. Der spawnt nämlich Cave Spider. Das ist auch schon nervig. So, aber der ist dicht. Rechts hinter dem Ding ist noch eine Cave Spider. Hinter der Säule. Ja, ich muss nur gerade erstmal aus dem Loch rauskommen. Achtung, hier ist auch Bodenlöcher. Ich weiß. Ich bin deswegen an den Rand gegangen. Aber irgendwo hier ist halt immer noch dieses Drecksding versteckt. Boah, na, wo bist du? Hm? Zeige dich. Die Pickaxe ist quasi kaputt. Den Müll hier will ich nicht. Hier ist ein Raum, aber da ist kein Spawner. Blazing Blood haben wir nicht, um die Diamantdinger zu schmelzen. Habe ich alle meine Steaks schon gegessen? What the fuck? Und jetzt spawnt hier auch nichts mehr. Ich muss weg von dir. Ich sammle den ganzen Scheiß auf, den du abbaust. Ja, normal. Magnetmann. So, ich muss jetzt hier die ganzen... Hast du noch Essen übrig? Ja, ich muss jetzt die ganzen Waypoints hier löschen. Das ist ja... Das ist ja nervig,
So, wie es allerdings weitergeht, seht ihr erst beim nächsten Mal. Das ist korrekt, weil die Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.